Heute tauchen wir wieder in die Gangkultur von South Central, Los Angeles ein. Die Geschichte von bekannten Gangstern wie Raymond Washington oder Stanley Tookie Williams sind mittlerweile schon in Deutschland bekannt. Ich will euch heute eine Geschichte von einem etwas unbekannteren Gangster erzählen. Sein Name war Bloodhound und er war ein Gangmitglied ab dem Alter von 10 Jahren. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Er gehörte den Bloods an und sein Leben als Gangster hatte sehr viele Höhen und Tiefen. Bloodhound wurde unter anderem über 23 Mal von rivalisierenden Gangstern angeschossen. Als er dann endlich begonnen hat zu reflektieren, wurde er eine wichtige Persönlichkeit in seiner Nachbarschaft. Er fing damit an, Präventivarbeit zu leisten und so konnte er einige Kinder davon abhalten, Gangs beizutreten. Ja, wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, könnt ihr gerne ein Like da lassen und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Channel abonnieren. Die Geschichte führt uns zuerst in die Schweiz, ins Jahre 1971. Saul ist der Sohn einer jamaikanischen Mutter und eines Schweizer Vaters. Als Saul nur 3 Monate alt war, entschied sich die junge Familie dazu, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Sie zogen nach Los Angeles. Die Gangkultur in Los Angeles, oder sagen wir South Central, war zu dieser Zeit schon im vollen Gange. Die Familie zog in das Gebiet des South Avenue Gangsters, die ein Set der Rolling Twenties Platz sind. Der kleine Saul kam also direkt mit den Gangs in Verbindung. Als er aufwuchs, änderte sich dieser Fakt auch nicht und er zog mit ihnen sogar um die Häuser. In 1981 kam es dann zum ersten Vorfall. Bloodhound war zu dieser Zeit gerade erst 10 Jahre alt. Er war eines Tages mit einem älteren Blood unterwegs, als sie eine Gruppe von Crips auf einem Spielplatz sahen. Der ältere Blood sagte zu Bloodhound, dass er die Crips aufmischen sollte. Gesagt, getan. Bloodhound ging zu den Crips und es brach ziemlich schnell ein Kampf aus, wobei Bloodhound angestochen wurde. Er widmete sich dann in den nächsten Jahren voll und ganz seiner Gang. Zuerst war sein Job, der sagen wir Lockvogel zu sein, da er ziemlich schnell war. Jedes Mal, wenn er mit den Bloods unterwegs war und sie was Illegales dabei hatten und von der Polizei gestoppt wurden, lief er einfach mit dem Zeug davon. Die Polizei konnte ihn bei diesen Aktionen kein einziges Mal verhaften. Mit der Zeit wurde er älter und er wurde immer respektierter in der Gang. Bloodhound arbeitete dann kurz darauf in einem Traphaus, wo gewisse Drogen hergestellt wurden. Schon nach kurzer Zeit bekam er eine, sagen wir, Beförderung und er durfte nun Rauschgift auf den Straßen verteilen. Eines Tages, als er am Verticken war, kam gerade ein Auto auf ihn zu. Er wusste nicht, dass das Auto voller Crips war und so ging er zu ihnen hin und fragte sie, was sie brauchen. Einer der Crips zog dann eine Waffe und er sagte dein Leben und er eröffnete das Feuer. Bloodhound wurde 6-mal getroffen. Aber er war noch bei vollem Bewusstsein. Daher zog er seine Waffe und er erwiderte das Feuer. Die Crips flüchteten dann und Bloodhound kam ohne schwere Verletzungen davon. Am 18. Geburtstag änderte sich die Situation rund um ihn. Er wurde vom US Selective Service ausgewählt. Der US Selective Service ist quasi eine Datenbank von 18- bis 25-Jährigen, die bereit wären für die Armee zu dienen. Im Verteidigungsfall kann jeder von dieser Liste in die Armee einberufen werden. Daher war Bloodhound kurz darauf ein Soldat. Er war am Zweiten Golfkrieg beteiligt, der Anfang der 1990er stattfand. Nachdem er seinen Dienst leistete, kehrte er nach Los Angeles zurück. Es hatte sich jedoch nicht viel geändert, denn er war direkt wieder auf den Straßen aktiv. Er wurde direkt zum Anführer der Black Demon Soldiers, die ein Set der Rolling 20 Neighborhood Platz sind. Eine Aufgabe von Bloodhound war es, Mitgliedsbeiträge von seinen Gangstern zu sammeln. Die Beiträge waren ein Prozentanteil des Einkommens. In 1992 kam es zu den Aufständen von Los Angeles, wo Bloodhound auch teilnahm. Er wurde mitten in den Aufständen ein weiteres Mal angeschossen. Bloodhound überstand es dieses Mal wieder ohne schwerwiegende Verletzung. Er ging nicht einmal ins Krankenhaus. Eine weitere Aktion führt uns in die Wohnung von Bloodhound. Er war gerade auf dem Sofa und er schlief, als seine Schwester mit einem Crip nach Hause kam. Bloodhound war wie ein richtiger Blood angezogen, mit Bandana und allem. Daher wusste der Crip sofort, was los war. Er ging zum schlafenden Bloodhound und er schlug ihn. Dieser wachte auf und es brach direkt den Kampf aus, wo es aber eher danach aussah, als ob Bloodhound verlieren würde. Bloodhound konnte aber dann in die Küche gelangen, wo er sich mit 2 Messern bewaffnete und mit einem traf er den Crip. Der Crip lief aus dem Haus und er flüchtete. Diese Aktion war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Der Crip rächte sich dann 2 Jahre später, als er sah, wie Bloodhound gerade aus seinem Haus ging. Der Crip war nicht alleine gekommen, sie waren zu zweit. Sie gingen auf Bloodhound zu, einer hielt ihn fest, während der andere ihn schlug. Einer der beiden zog dann eine Waffe und er hielt sie an das Kinn von Bloodhound, wobei er kurz darauf den Abdruck drückte. Die Crips gingen dann zu ihrem Auto zurück und sie wollten flüchten. Doch Bloodhound war noch nicht fertig.
Er stand auf und er attackierte seine Angreifer weiter. Er konnte auch diese Aktion ohne schwerwiegende Verletzungen überstehen. Bloodhound wurde dann ein Jahr später wieder nach einer Auseinandersetzung angeschossen, doch er hatte wieder keine lebensgefährlichen Verletzungen. Ein Jahr später platzierte eine Gang eine Bombe im Auto von Bloodhound, die auf das Zündschloss des Autos reagierte. Als Bloodhound in sein Auto stieg, aktivierte er die Bombe, doch er konnte auch das überleben. Bloodhound bemerkte so langsam, dass sich was in seinem Leben ändern musste. Er wurde immer wieder verhaftet mit heftigen Anschuldigungen und er wurde immer wieder angeschossen. Es war Zeit, was an seinem Leben zu ändern und das tat er auch. Er kehrte der Gewalt den Rücken und er entschied sich dazu, Präventionsarbeit zu leisten. Durch seinen Status auf den Straßen hörten auch viele Gangster auf ihn. Er hielt auch viele Teenager davon ab, dieselben Fehler zu machen wie er und er redete immer auf sie ein, dass sie den ehrlichen Weg gehen sollten. Bloodhound wurde dann auch der Vater von 2 Kindern. In seinem Leben hatte sich mittlerweile alles geändert, doch er hatte ein Problem. Während seiner Zeit in den Vereinigten Staaten hatte er kein einziges Mal daran gedacht, seine Aufenthaltsgenehmigung zu erneuern. Daher wurde er im Mai 2010 verhaftet. Er wurde insgesamt für 3 Jahre in Haft gehalten, bevor er in sein Heimatland zurückgeschickt wurde. Bloodhound lebt mittlerweile wieder in Zürich in der Schweiz. Das Leben in der Schweiz war anfangs hart für ihn, da er wieder von Null starten musste. Er lebte unter einer Brücke, bis er einen Job als Tellerwäscher fand, woraufhin er sich eine kleine Wohnung leisten konnte. Das einzige Ziel von Bloodhound ist es mittlerweile, dass er seine Familie wiedersehen kann. Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Meine Quelle für dieses Video war hauptsächlich das Video von Hood War Stories, weil man nicht so viel über Bloodhound findet. Und das Video von ihm war sehr gut, also schaut auch gerne bei ihm vorbei. Ich verlinke das Video in der Beschreibung. Ja, Freunde, was haltet ihr von der Geschichte? Bloodhound war seitdem er 10 Jahre alt war auf der Straße und er wurde unzählige Male angeschossen. Aber er hat auch wahrscheinlich selber viel begangen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Channel abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nie wieder was verpasst. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.